Buch ist ein Lesebuch über Dortmund. Es ist kein Krimi und es ist nichts Fiktionales, sondern hart recherchiert. Und dunkel in dem Sinne, dass ich mir für dieses Lesebuch Geschichten gesucht habe, die so ein bisschen, wo man ein bisschen graben muss, die so ein bisschen versteckt sind, ein bisschen heimlich vielleicht. Die sind nicht alle düster und schaurig, die sind vielleicht auch unter der Erde, die spielen bei der Nacht. So in dem Sinne dunkel. Sehr gerne geschrieben und auch begleitet habe ich den Termin im Stadion. Ich wusste natürlich, der BVB muss in unserem Buch vorkommen. Und da war meine Idee, eine Blinde ins Stadion zu begleiten, Conny Dietz vom Fanclub Blind Date. Und das hat mir total Spaß gemacht, weil ich selbst eigentlich sehr fußballfern bin, muss ich gestehen. Und anstatt dass ich sie begleitet habe, hat sie mich eigentlich begleitet als Hardcore-Fan. Sie hat mir alles in diesem Stadion gezeigt, das Spiel erklärt. Und das war eine komplette Umkehrung der Rollen, wie es eigentlich gedacht war. Und es war für mich total bereichernd, ein ganz toller Termin. Schlimm war es, oder größte Überwindung hat es gekostet, in die Kanalisation zu steigen tatsächlich. Also am Hafen durch den Gulli durch, eine schmale Leiter runter und dann steht man mit seinen Gummistiefeln in den Fäkalien. So war es und es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, aber es war schon ausreichend unangenehm, sag ich mal.